meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn das leckere König Pilsner hier serviert wird, dann heißt es, die Pressekonferenz im Anschluss unserer Partie geht los. Heute heißt es im Anschluss unserer Partie der Füchse gegen Timmendorf. Endstand dann 3:2 in der Verlängerung vor 945 Zuschauern. Ich freue mich, dass beide Coaches hier den Weg gefunden haben zum kleinen Gespräch. Zu meiner linken Gästetrainer Andres Bartkiewicz und zu meiner rechten unser Trainer Franz Fritzmeier. Das erste Statement nach dem Spiel gebührt natürlich dem Gästecoach. Andres, das Spiel bitte aus deiner Sicht. Ja, guten Abend an alle. Wir haben verloren gegen sehr gute Mannschaft, gegen starken Gegner. Und ihr seid zu Recht weitergekommen und ich denke, weil das hier geht es noch weiter, sieht so aus. Aber für heutiges Spiel, Entschuldigung, aber sage ich, nicht immer gewinnt die bessere Mannschaft. Wir waren wahrscheinlich nicht stärkere Mannschaft, stärker als ihr heute, aber wir waren besser von Mannschaftsgeist, von Teamgeist, von Disziplin und von des Siegeswillen. Lob an meine Mannschaft. Jeder Spieler hat super gespielt und diese wahrscheinlich Undiszipliniertheit 2x10 Minuten von unserem Spieler hat wahrscheinlich auch uns den Sieg gekostet. Aber trotzdem danke auch Franz, gratuliere dich und viel Glück weiter in meiner Mannschaft. Andres, herzlichen Dank. So, Franz, das Spiel aus deiner Sicht. Ja, guten Abend erstmal. Ich muss sagen, erstmal Kompliment an die Timmendorfer Mannschaft, die hat wirklich sehr, sehr hart gearbeitet, hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Nur ich muss sagen, wir haben uns das Leben auch sehr schwer gemacht, indem wir nicht bereit waren von Anfang an, sehr kompliziert gespielt haben und einfach erst zu spät in Schwung gekommen sind. Nur zum Schluss, denke ich dann, haben wir Charakter gezeigt und haben das Spiel auch verdient gewonnen. Danke. Danke, Franz. Andres, man hat gesehen und du hast es ja selber auch gesagt, nicht ohne Grund, auch mit Stolz, geschwellter Brust hier, eine tolle Präsentation deiner Mannschaft und wenn ich jetzt die letzten Jahre mal berücksichtige, ist doch viel passiert. Das gilt sowohl für den Osten als auch für den Norden, das muss man einfach sagen. So wie früher sind die Sitzquoten und die Setzquoten ganz anders verlaufen und man hat auch in der heutigen Partie gesehen, da ist noch viel vor und ihr habt noch einiges, glaube ich, in Planung. Uns würde natürlich interessieren, was ist die Zukunft hier, die Boys aus Timmendorf, was passiert bei euch noch? Naja, ich denke mal, wir haben viel was erreicht, wieder schon mehr mit Charakter als mit den Möglichkeiten. Weil leider spielt wieder sehr große Rolle oder Hauptrolle das liebe Geld. Und leider in unserem Timmendorf, die Sponsoren ist nicht so großzügig und wir haben leider nicht so viele Möglichkeiten. Wir trainieren wie eine, leider von meiner Sicht aus, pro eingestürzten und pro Trainer. Leider wir trainieren nur zweimal die Woche und teilweise nur einmal die Woche, weil alle Jungs arbeiten und wohnen Hamburg, Kiel, Rostock und so weiter. Deswegen auch verlangen von der Mannschaft oder von unseren Vorstandsleuten, dass wir kriegen plötzlich viermal Eis die Woche und kommt noch Spieler von außen irgendwo zu uns nicht. Ich denke mal, wir bleiben in diesem Rahmen, wo wir sind, aber wir werden mit Spaß und hart arbeiten, damit wir nächste Saison wieder so weit kommen. Und naja, ihr seid da in der 20. Bundesliga, spielen wir nicht mehr, aber wer weiß, und spielen wir Meister in der nächsten Saison auch. Ja. Dafür wünschen wir euch auf jeden Fall alles Gute, Andres. Ich kann dir nur so viel sagen, egal ob es Timmendorf, du hast es so betont, oder am Ende Duisburg heißt. Ich kann dir nur sagen, das mit dem Geld ist hier dasselbe Problem, mein Freund. Also das macht dir mal keine Illusion. Da ist überall nichts zu holen. Ich wünsche dir und deiner Mannschaft alles Gute, gutes Gelingen, eine gute Heimfahrt. Ich darf dich hier schon mal aus dieser Runde entlassen. Ich weiß, ihr habt das alle, ich wollte noch zusammenpacken, das Bier soll ich unbedingt trinken. Ja, ja. Unbedingt. Aber Franz und ich, wir werden ja sicher noch zwei, drei Sätze wechseln. Dankeschön, Andres. Franz, vorhin hat jemand gesagt, mein lieber Scholli, da muss man ja für studiert haben, um diesen Spielplan lesen zu können. Ich kann dir sagen, es ist scheißegal, ob du studiert hast, den versteht sowieso kein Mensch.
Vorhin wird der auch alle 5 Minuten geändert. Und wenn ich jetzt sehe, dass wir vorhin gerade auch eben mit deinem Vater telefoniert haben, der jetzt da sitzt in Pölz und im Prinzip keine definitive Angabe darüber hat, gegen wen er als nächstes spielt, war nämlich genau der Erste der Gruppe West und der Erste der Gruppe Ost punktgleich sozusagen weitergekommen sind. Und dafür sieht diese komplizierte Regelung des deutschen Eishockeys kein Verfahrensverfahren vor. Richtig? Ja, es war eigentlich klar, dass es so passiert. Ich glaube, mein Eindruck war eigentlich ziemlich klar. Genau, um diese Lücke aufzudecken. So unglaublich wie er ist, aber so klar war es auch, dass es heute passiert. Also an alles ist gedacht worden, nur für den einen Fall, an den wir nicht gedacht haben, der ist jetzt eingetreten. Aber wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile Klarheit und es gibt ein Traditionswiedersehen, wenn ich so sagen darf. Unser nächster Gast heißt Regensburg. Auf geht's nach Regensburg. In der Tat, sehr interessanter Gegner, muss ich sagen. Und mit Sicherheit nicht zu unterschätzen. Ich meine, wer Peiting raushaut in der ersten Runde, ist aller Ehren wert. Und ich denke auch die Regensburger Mannschaft, wenn ich mir die Namen anschaue, haben sie bei weitem unter Wert gespielt in der Vorrunde. Und ich denke, wir sollten wirklich aufpassen, weil die werden brandgefährlich sein. Wir haben natürlich diese Sachen, die du hier auch mit viel Respekt äußerst und das natürlich auch wirklich realistisch immer darstellst. Das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Die haben wir sehr aufmerksam gehört, Franz. Die Kritiker sagen, ja gut, das ist natürlich auch ein bisschen ein Understatement jetzt. Ne? Franz hat eine tolle Rolle mit seiner Mannschaft hier. Aber was ist da los in diesen Ligen, in diesen Oberligen? Ich meine, das ist wirklich ein verrücktes Jahr. Wahnsinnsbudgets, Frankfurt, die Löwen mit, ich sag mal, Pauken und Trompeten in der Vorrunde raus. Kassel Huskies sehr, sehr hoch gehandelt natürlich. Und wir sind da, wo wir am Anfang wirklich gedacht haben, Mensch, wir versuchen mal eine gute Rolle mitzuspielen und gehen als Erster in diese Endrunde rein. Was macht diese Mannschaft so stark? Neben dem Trainer natürlich. Ach, danke, danke, Bruder. Nee, was schlussendlich in Frankfurt in Kassel passiert, kann ich nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist, dass wir Step für Step gegangen sind und sehr hart gearbeitet haben, uns immer wieder kleine Ziele gesetzt haben, die übertroffen haben, muss ich ehrlich sagen, bisher. Und ja, und genau so wollen wir auch weiterarbeiten. Wir denken weiterhin von Spiel zu Spiel, hoffentlich von Runde zu Runde. Und so soll es bleiben. Wir haben so ein bisschen gesehen, dass es Unterschiede gibt in der Art und Weise, Eishockey zu spielen, jetzt in den Ligen, die wir bisher kennengelernt haben. Was macht die Südliga so besonders stark? Was favorisiert die Südliga so? Was ist in Bayern anders? Ich meine, dieses Gerücht, dass alle Kinder dort unten mit kleinen Eishockeyschuhen auf die Welt kommen, das ist doch ein Witz. Daran kann es ja nicht alleine liegen. Ja gut, die kleinen Städte sind natürlich bestückt mit sehr vielen Eishockeyspielen. Es gibt zum Beispiel, ich kann es als hauptsächlich auf Bad Tölz beurteilen, wo ich herkomme, da gibt es halt nichts anderes. Ne? Und Eishockey hat sehr große Tradition. Die Jungs gehen dahin, die haben Spaß. Die spielen teilweise Winter auch auf dem Weiher, die zugefroren sind. Und ja, von daher haben sie halt sehr viele Spieler. Nur die Südliga, wie stark die wirklich ist, werden wir erst sehen, wenn die Südvereine hier hinkommen, beziehungsweise auf die restlichen Westvereine treffen. Was, denke ich, ein kleiner Unterschied ist, dass die Südliga sehr ausgeglichen besetzt ist. Ja, dass im Süden jedes Spiel, dass du da jedes Spiel verlieren kannst, auch schon von Anfang an, und keine Gegner, ohne disrespektierlich zu sein, die Näpfen in der Liga hast. Ja, im Süden musst du in jedem Spiel hart fighten und Punkte zu holen. Das ist mit Sicherheit eine Erklärung, dass da ständiger Stress ist, Dauerstress sozusagen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie daran interessiert sind und Lust haben, diese Freude mit uns zu teilen und einfach mal schauen wollen, wie diese Südvereine spielen, jetzt im Speziellen natürlich dann Regensburg, dann haben Sie ja schon am kommenden Freitag die Gelegenheit dazu. Und das gibt mir die Chance, Ihnen nochmal mitzuteilen, dass wir uns hier im Verein natürlich sehr darüber freuen, über Ihre Treue, mit uns diesen Weg bis hierhin gegangen zu sein. Wir hoffen natürlich, dass Sie weiter mit uns gehen. Unsere Freude zeichnet sich dadurch aus, dass wir für alle Businesskunden einen Sonderpreis gemacht haben. Dieser Sonderpreis bedeutet 50 Euro pro Person pro Spiel. Das ist nicht wieder zu erkennen in den Vorpreisen, die wir bisher sonst hatten. Und Sie können Ihrer Freude über das Weiterkommen natürlich dadurch Ausdruck verleihen, indem Sie jetzt schon zuschlagen, sich die Tickets sichern. Der 16. ist bereits schon im Vorverkauf. Und auch der 20. Das sind die beiden festen Heimspieltermine hier gegen Regensburg. Sagen Sie uns Bescheid, Telefon, E-Mail, Frau Siegenmorgen sitzt hier, ich stehe hier noch eine Weile rum, können direkt bei uns bestellen und am Freitag, am 16. können Sie sich Ihre Tickets sichern. Das ist dann unser Zeichen für Sie. Wir hoffen auf Ihr Zeichen und wir hoffen natürlich auf volle Ränge hier dann, wenn der Gegner heißt Regensburg, am kommenden Freitag, 16. März, 19.30 Uhr. Kommen Sie gut nach Hause. Franz, Dankeschön. Danke auch, Franz. Schönen Abend auf dem Freitag.